herzlich. Und ich begrüße Sie natürlich auch zu Hause. Die Comedy geht weiter mit Freischnauze, der Show, in der alles improvisiert werden muss. Und mein Publikum und ich entscheiden gleich über Gedeih und Verderb unserer Comedians, die natürlich noch von gar nichts wissen. Und da habe ich Spaß. Also, lasst die Spiele beginnen! Barbara, du suchst jetzt dein Herzblatt. Ja. Ja. Dafür. Zurück. Dafür kriegen jetzt drei von euch eine Rolle von mir zugeteilt. Und Barbara muss dann erraten, was oder wen ihr jeweils darstellt. Da würde ich sagen, Barbara, zieh dir schön diesen Kopfhörer über und wende dich von uns ab, ja, damit gerne. Du nicht das von meinen Lippen lesen kannst. Ich gerne. Das ist schön. So. Barbara! Barbara! Okay, wir nehmen das mal so an. In der Reihenfolge, in der ich jetzt eure Rollen verteile, würde ich sagen, sitzt ihr neben Barbara. Und zwar als erster Max. Du bist ein Hygienefanatiker, der überall Dreck sieht. Boah, das ist ja immer so, ne? Elmar, du bist ein 80-Jähriger, der eine Überdosis Viagra-Intus hat. Und Mirko, du bist ein Bodybuilder, der in sich selbst verliebt ist. Richtig. Ja? Nehmt doch bitte Platz neben Barbara. So. Ich freue mich. Ist was für mich dabei? Ach du Scheiße. Da ist was dabei. Das sind sie, hey, deine Herzblätter. Ja, Barbara, das könnten deine Herzblätter sein. So. Aber vor allem, wer sind deine Herzblätter? Hallo. Kandidat Nummer 1, du siehst mich auf der Straße und ich gefalle dir gleich. Wie sprichst du mich an? Nun, zuerst mal würde... Augenblick, Sekunde. Zuerst einmal würde ich dir genau ins Gesicht sehen und gucken, ob du auch schön geschminkt bist, ob auch nirgends Lippenstift verschmiert ist. Und dann würde ich mit dir in ein Restaurant gehen, dort aber erst einmal die Toiletten besichtigen. Klingt schon ganz interessant. Kandidat Nummer 2, wie machst du mich an? Ich sag, komm du, ich hab noch 45 Minuten Zeit. Bist fertig? Ja. Kandidat Nummer 3, auch du willst mich ansprechen. Wie machst du das? Ich weiß gar nicht, ob ich die Zeit dafür hätte. Aber ich würde dich einfach mal für eine Runde Bankdrücken mit nach Hause nehmen. Okay, Kandidat Nummer 1, neue Frage. Ich habe Geburtstag. Ich habe Geburtstag. Was schenkst du mir? Einen Staubsauger. Komm her, du! Kandidat Nummer 2, auch du willst mich beglücken mit deinem Geschenk. Was schenkst du mir? Sag mir mal zu, es ist früher 20 Zentimeter lang gewesen. Und heute, dank der Pharmazie, 30. Klingt gut. Kandidat Nummer 3, was machst du? Geschenkmäßig. Also ich würde nach dem Training
dir jeweils einen Hantel mit jeweils 100 Kilo schenken. Ja. Toll. Für den Latissimus. Oder so. Super. Jetzt nochmal, letzte Runde, Kandidat Nummer 1. Hörst auf, mich anzufassen. Jetzt, wir müssen erst einmal jetzt. Moment, ich habe noch eine Frage. Ich. Moment, bitte jetzt eine. Oh! Es geht jetzt ein bisschen weit. Kandidat Nummer 1. Ich. Wir heiraten, weil wir uns so gut verstehen. Wie richtest du die Hochzeit aus? Wie sieht es aus, das Festle? Wie kann ich mir das vorstellen? Also erstmal mache ich alles blitzblank. Und dann kriegst du ein Brautkleid von mir, ganz in weiß. Und hat keinen einzigen Fleck. Und wenn du einen drauf machst, dann müssen wir uns wieder scheiden lassen. Kandidat Nummer 2. Ja? Hochzeit. Wie schaut's aus bei uns? Ja, also, wie man das so macht. Ich bin ja 1926 geboren. Und also, da kann man das machen. Also, wir, ach schade, jetzt ist alles vorbei. Nummer 3. Wir heiraten. Wie sieht die Hochzeitsfestivität aus? Ja, wir würden uns erstmal, ich muss nochmal, nackig machen und dann würde ich bei dir testen, ob du meine Nüsse knacken kannst. Mit dem Po? Ja, so ähnlich. Ja. Gut, darf ich lösen? Ja, bitte. Ich glaube, Kandidat Nummer 1 ist ein pedantisches Arschloch. Ganz nah dran. Heißt das Nein? In welcher Beziehung besonders? Was? Ja, hat einen Putzfimmel. Ja, genau. Ja, Putzfimmel. So. Kandidat Nummer 2 ist meiner Meinung nach ein älterer Herr, Jahrgang 26, der gerade Viagra eingeworfen hat, aber leider schon zu lang her. Ja. Unser Kandidat Nummer 3 hat nichts als Hanteln und Stangen im Kopf. Er ist Gewichtheber und interessiert sich eigentlich nicht für Frauen, weil aufgrund der vielen Hormone, die er schon geschluckt hat, sich bereits ein drittes Ei entwickelt hat wahrscheinlich. Kein Mann. Nein, ich schaff das alleine. Hättest keinen genommen. Ach. Auch nicht das dritte Ei. Den Staubsauger hätte ich genommen. Der sah praktisch aus. Dieses Gerät hätte mir gut gefallen. So.